Ein wunderschöner guter Tag. Wir sind zurück im Warschsonder. Spiele mit dem schönen Tiger E auf der Karte Battle of Hütgen Forest. Ja, gucken wir mal, was wir hier so bringen. Da sind schon wieder Leute bei A. Also vielleicht direkt. Oh, jetzt sehen wir wieder einen nicht, der vor uns fährt oder parkt oder wie auch immer. Erst jetzt, komm. Ne, er steht noch. Gleich spawnt einer vor mir und ich habe keine Ahnung wo. Ja, das ist ein bisschen nervig. So, da ist der Tiger E. So. Ich hatte schon mal, da ist man zum Anfang einen draufgefahren, auf einmal schießt er einen kaputt, denke ich nur so, what the fuck ist denn los mit dir? Okay, also wir sehen wieder, ach, es ist wieder Rotze, ja. Der macht mir Mut, der Tortoise, dass das Matchmaking wieder total kacke ist. Ja, mal gucken. Wir sind mal guter Dinge. Eine Su 152, die kriege ich, das ist kein Problem. Aber, jetzt kommt's. C ist an den Feind gegangen. Oh, Befehlswagen 4, ey, Alter. Das ist eine arme Sau. Das will doch keiner haben. Ah, gucken wir mal. Man kommt hier ein bisschen KI raus, manchmal auch nicht. EP, auch nicht schlecht. Ohne zerstört, haben wir wenigstens schon mal einen. Hier ist zwei Mod 44 haben wir rausgenommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber es war nur eine KI. Also wir wollen jetzt mal nicht zu weit loben. Das ist nur eine KI. Die KI ist raus. Okay, sollen sie mal. Da ist ein BP, okay. Da ist einer, der mir ganz schön auf den Sack gehen kann. Boom! Der Fahrer wurde verwundet. Alter, zweimal eine IS-4 Mod 4, eine IS-2 Mod 44 rausgehauen. Scheiß die Wand an, da gehen wir direkt in den Schlachtenflieger rein. Wow. Okay, jetzt parke ich den hier mal so. Die Hoffnung, ja, von da müsste eigentlich weniger kommen, ne? Da stehen viele. Hier bin ich ein bisschen gepanzert dann. Vielleicht ein Stückchen zurück. Ja, schon mal nicht schlecht. Okay, ich guck mal, ob wir vielleicht Punkt C ein bisschen helfen können. Ach, Mist, wir sind 40, ey. Eigentlich ein geiles Flugzeug, aber ich. Ui, was geht denn da ab? Wo will der denn hin? Was ist das? Panther? Die 3485, okay. Freundchen. Das war wichtig, dass der kaputt gegangen ist hier. Flankieren ist hier aber nicht, ey. Also ich glaube, man Schwein pfeift. Da wollt ihr uns flankieren, die alte Sau. Apropos flankieren. Da fliegen die Kugeln. Mist. Ah, zu spät gesehen. Mist. Sehr ärgerlich. Ein blöder Baum, weg mit dir. Ich brauche keinen Mensch. Ich weiß, die Bäume nicht mag, aber hier jetzt gerade so. Oh, BP hat mich da voll in eine Seite rausgenommen. Ja, die Killcam, die geben wir uns. Es gibt's doch nicht. Durch die Kanonenblende durch. Ja. Okay, gut. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mal den Panther. Versuchen wir mal, den Punkt da unten einzuholen. Vielleicht wird das ja was. Oh, mal drücken, so. Schade, aber mal kurz ein One-Shot. IS-2 fand ich natürlich nicht schlecht, persönlich. Okay. Hier war die, hier auf der Karte bin ich das erste Mal hier gestartet mit dem ersten Panther, den ich hatte. Das war ziemlich cool. Also wenn Erinnerung wach. Ja, Punkt C angreifen, dann gucken wir mal. Leider haben wir keinen Flieger mehr, aber wir haben schon drei Einheiten rausgenommen. Eine davon war KI, müssen wir fairerweise sagen. So. Aber mal gucken. Vielleicht, wenn wir den Punkt erobern, das wäre natürlich echt der Knüller, ne? Wir fahren mal hier lang. Haben sie ein bisschen umgebaut hier, ein bisschen mehr Wald, finde ich. Naja, sollen sie machen. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gewonnen. Ja, das versuche ich gerade. Der ist im Flugzeug da, die IS-2. Och, geiler Panzer, ey. Da hätte ich auch mal ganz gerne. Einfach diese Kanone, diese riesen Dinger dabei. Okay, wir holen Punkt C, das ist super. Auch wenn wir es jetzt nicht selber holen, aber das muss ja trotzdem nichts Schlimmes heißen. Oh. Bisschen mehr Agilität wünschte ich mir beim Panther. Es war schon recht. Also, erstmal diese 3 km/h Rückwärtsgang, das geht ja gar nicht. Das ist ein BP. Tiger. Ist, da ist er gerade rausgenommen worden. Schade. Mal gucken, dass wir hier nicht flankiert werden jetzt. Ah, wir müssen ein bisschen schräg fahren, das bringt nichts. Okay, wir sehen nichts. Das ist noch.
Wo kommen wir hier hin? Wo kommen wir hin? Okay. Ist kaputt. Kann er gerne. So, wir sind schon mal unten. Das ist gut. Dass wir hier raus sind. Dann fahren wir nämlich jetzt hier lang. In der Hoffnung, dass wir vielleicht da B noch ein bisschen flankieren könnten. Das wäre natürlich der absolute Knüller. So, ein Bomber ist in der Luft und ein Jäger von uns. Hauptsache der Jäger geht dann immer auf den Bomber. Das ist eigentlich viel wichtiger. Da oben ist, steht was. Ich weiß noch nicht was. Deshalb aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Wollte jetzt noch nicht hier verkacken. Ich weiß noch nicht, wo er steht. Es gibt ja manche Panzer, wenn die so ein bisschen erhöht stehen, dann ist das gar nicht schlecht, weil die meisten können sehr schlecht runterschießen. Hochschießen ist immer ganz gut. Runter ist nicht so die Knüller. Keine Ahnung, wo er steht. Artillerie, was soll das denn jetzt? Ah, jetzt blank Panther, forget it. Oh oh. Na, was machen wir jetzt mal? Wo ist der? Müsste da sein, ne? Alter, hau ab hier, hab mir Ruhe. Mann, das gab ein paar Punkte. Das ist, wenn man viel MG vor, also generell viele Schüsse ab, auf, aushält. So. Nun runter. Weg hier. Da wollen wir nicht mit kämpfen mit denen. Kommt der hier hoch? Oder was macht er? Mist, ich hab ihn da vorne, der linke, der rechte von denen. Scheiße, mega. Ah, der war einfach dumm. Das war echt dumm. Dass man einfach da so stehen bleibt. Ah, dann nehmen wir nochmal den Panther, aber diesmal versuchen wir unser Glück mal hier. Also mal schon zu weit vor. Dann können wir vielleicht so ein bisschen rechts uns halten. So, Einstieg, bitte. Das war echt blöde gerade. Egal. Egal. Wir sind zwar schon gefahren, aber ja, das ist natürlich eine erhöhte Position neben dem Spawnpunkt. So, nehmen wir mal als Jäger ein bisschen. Vielleicht können wir da unserem Bomber helfen. Das ist wichtig, wenn ihr seht, aha, unten, ne? Bei der Leiste, ihr seht, aha, ich bin jetzt der einzige Jäger, höchstwahrscheinlich, dass der Feind gar nicht mit einem rauskommt. Von da aus gesehen kann ich jetzt ein paar Punkte sammeln mit der schönen Spitfire hier. Dann könnte unser Freund im Bomber Steuerung ein bisschen umgelegt, deshalb kann ich gerade gar nicht sagen, wie die Steuerung da ist, dass ich da rauskomme, egal. So, und zwar hier ist noch einer. Zusammenarbeit Panther F. Was war das denn? Ey, da hat mich der Kugelblitz weggemüllert. Hammer. Ja, auch nicht schlecht. Da können wir gar nichts machen. Ja gut, das ist natürlich auch doof, ne? Egal. Dafür haben wir der Bomber. Da kommt er runter. Hat auch den Kugelblitz abgeballert. Aber die Doe hat noch einen weggeballert. Panther F. Schade, dass ich da... Ich wollte erst, ne, wollen schießen und dann dachte ich mir, vielleicht kannst du ja zwei Anläufe machen. Ich gehe nochmal ins Flieger rein. Ja genau, so ist gut. Ich mache hier ein bisschen die Mauer kaputt. Bringt ja nichts. Oh, drei Jäger in der Luft. Das ist natürlich jetzt eine Luftschlacht, richtig, wie sie sich, wie man sie sich wünscht. So, und wir gehen direkt hier auf die Key. Damit die Key erstmal genau weiß, was Sache ist. Flugzeug zerstört, Flugzeug zerstört. Okay, das sind Gratispunkte, die wir gerne mitnehmen. OC verlieren wir, das ist nicht gut. Egal, dafür haben wir gleich B, wenn wir Glück haben. Ich kann jetzt aber auch nicht nach C fahren, das bringt nichts. So, Mauer weg hier. Oh, da kommt der Panther mal ein bisschen auf Touren. Wird gemacht. Bin doch schon dabei. Mist. Ah, dann habe ich mir eigentlich gewünscht, dass da unten ein bisschen. Da müssen jetzt eigentlich so fünf Panzer stehen da rum. Da muss eigentlich was kommen. Okay, wir gehen mal hier die Hauptstraße. Mist. Nein, ey. Was? Irgendwie habe ich in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit dem Zielen. Bin ich ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ein bisschen blöd oder so? Keine Ahnung. Nicht so schön. So, jetzt kommen wir wieder raus hier, Kamerad. Oh, da ist er nicht. Ich wusste gerade nicht, wo der Panther noch steht. Tortoise, du wirst mir erstmal ein bisschen helfen, glaube ich.
Oh, jetzt hier dieses Rückwärtsfahren mit dem Panther, echt. Geht gar nicht. Ich kann mal über den drüber schießen. Ich hau hier ab, glaube ich. Das ist mir zu heikel. Oh, bitte nicht Artillerietreffer hier. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Von da vorne sind auch noch welche. Ein bisschen weiter drehen, aber ein bisschen. Die fahren wir jetzt am besten. Na egal, das Level ist eh vorbei, ne? Mission erfolgreich. Sehr schön. Ah, schade. Fing ein bisschen besser an, als ich eigentlich dann später erhofft habe. Aber gut, was will man machen? Aber man hat gesehen, ne? Matchmaking war auch wieder, also für mich war das nicht gerade sehr gut von aus gesehen. Ja, mal gucken. Aber trotzdem, 10. im eigenen Team. Bin ich eigentlich mit zufrieden. Haben ordentlich Punkte bekommen. Sehr gut, das ist immer wichtig hier. Fahrzeugforschungspunkte 1530. Das ist ganz gut, finde ich. Dann komme ich da meinem Panther G etwas näher. Wie gesagt, habe ich mir ein bisschen verforscht, sage ich mal so vorsichtig. Aber naja, egal, passiert. Ich bringe das Ding jetzt bis zum Ende durch und dann gucken wir mal. So, also einschießen mal Panther A, dann haben wir bald den Filter vom Tiger E, aber gehen wir jetzt mal durch die Auswertung. Wir haben ein Flugzeug zerstört, haben schön die Key abgeballert, dann gibt es einen 3 zerstörte Bodeneinheiten, kritische Treffer 3, Treffer insgesamt 7, ja 3 Minuten 18 hat das Ganze gedauert, die Schlachtdauer, wie sich die errechnet, keine Ahnung, ist das irgendwie, wenn man dann im Kampf mit drin ist oder sowas, steht da eigentlich? Ne, wird nichts angezeigt, oder hier? Ne, keine Ahnung, naja, Aktivität 91%, das ging, wir mussten ein bisschen fahren. Ja, 1166 Punkte, das geht eigentlich, finde ich. Oh, 1000 Punkte, das ist, also da hat das Team gut aufgeräumt, viel verteilt, ne? Viele über 1000 Punkte, ne? Manchmal gibt es dann auch viel, dass das viel höher ist, ne? Aber hier 3400 ist natürlich schon der Knüller, ne? Okay, so, gehen wir kurz mal hier dahin. Dann geben wir nochmal die, wie heißt denn? Die Forschung, damit ihr einmal kurz seht, wie der Stand der Dinge ist. Also wenn der Filter da ist, dann sollten es auch wieder ordentlich Punkte geben für den Panther. Ja, das Gleiche dann noch, wenn der kann komplett erforscht wird. Aber dann werde ich ja noch auf den Tiger 2 forschen. Dann kann ich mit dem Tiger eh noch ein bisschen spielen. Dann gibt es noch ein paar mehr Punkte. Okay, das Ganze gucken wir uns dann nochmal beim Panther an. Da kann man hier unten klicken. Bin ja auch doof. Und zwar wie folgt. Ja, der hat noch nicht ganz so viel. Da bin ich jetzt gerade beim Einschießen. Ich gehe natürlich hier auf Sperrfeuer und natürlich die Panzergranate 40-20. Weil da fehlt mir einfach der Durchschlag. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Wir sehen jetzt hier 187. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber hier 126, natürlich schon mal ein bisschen besser, ne? Ja, wie gesagt, dann werde ich dann ein bisschen breiter hier forschen, auf der Gleisketten und so weiter und so fort, damit der auch dann komplett ist und dann gucken wir mal. So, und dann müssen wir mal gucken, weil es ist gerade Angriff von Dortmund und da hat Dortmund gerade ein Tor gemacht. 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Der Torschütze Henrik Mkhitaryan, Vorlage Marco Reus. Ne? Also hier kriegt er nicht nur die geilsten Panther-News, sondern auch mal ein bisschen Bundesliga. Freut mich persönlich, weil, ja, vielleicht hat sich rausgehört, dass ich kleiner Dortmund-Fan bin. Ja, sehr schön. Muss ich mir nochmal die Wiederholung angucken. Oh, Hummels da aber reingegangen. Ja, 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 ja. Gündogan schön auf Reus. Ah, richtig schick gemacht. Ja, ihr werdet es, ihr könnt es euch ja dann, weiß nicht, auf der Bild-Zeitung angucken. Da könnt ihr euch die ganzen Tore sehen. Schönes Ding. Henrik Mkhitaryan, 2:0. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Sehr schön. Hier mit dem 2:0 verabschiede ich mich. Mal gucken, wie das dann ausgegangen ist. Da verkacken sie bestimmt noch. Naja, mal gucken. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine ganz durchschnittliche Runde, muss ich sagen. Aber die gehören auch dazu. Und wie gesagt, dadurch, dass Matchmaking war, gerade zum Anfang zwei IS 1944 zerstört. Das freut mich besonders, weil ja, das ist schon kein schlechter Panzer, muss man dann sagen. Wir können ja gerade, obwohl wir gucken mal nächste Mal. Ist ja auch nicht, oder? Komm, gucken wir jetzt gerade noch. Wir haben ja noch eine sekündische Zeit. So, mal gucken. 1944, hier, guck mal. Es ist voll im Tier-4-Block drin. Naja, also es ist ein Tiger 2 oder sowas in der Art. Naja. Okay, gut. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen nochmal und wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. Dankeschön.